Und hi, damit begrüße ich euch zurück zu Final Fantasy 15, Freunde. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Wie einige von euch schon gehört haben, ne, hatte ich es nicht so, aber dementsprechend soll das unsere Stimmung nicht trüben, was Final Fantasy betrifft. Und generell den ganzen Let's Play-Verlauf, der Setzan macht seine Arbeit auch sehr gut. Dementsprechend ein Dankeschön schon mal nochmal an ihn, schon mal nochmal, was auch immer. Ist ja auch vollkommen egal. Wir sind hier, um Final Fantasy zu spielen, Freunde, und dementsprechend viel Spaß mit dem Let's Play. Und wir gucken mal, was so passiert. Und so. Ja, unser Regalia wurde ja geklaut, ne? Der ist futsch. Da wären wir. Ja, auf der Chocobo Ranch wieder. Oh, guck mal, Baby Chocobos. Ja, ja, hast Angst vor Stress, ne? So, die Frage ist halt wirklich, wir müssen erstmal unten Chocobo mieten. Kommen hier zwei Tage. Die 200 Gildi haben wir auch noch. Hi. Los, Kleiner. Geilste Mucke ever. Chocobo-Mucke. Danke. Nein, nicht absteigen. Ich muss jetzt erstmal wieder in die Musik reinkommen, ne? Yeah, driften mit einem Chocobo geht immer ganz gut. Oh, ich liebe diese erst Musik. Titan, jetzt Ramur. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist das sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Ja, man muss halt gucken, ob Luna in Gefahr ist, weil sie ist ja die Abgesandte, die damals auch in Final Fantasy X, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, Yuna? War das Yuna? Ich glaube, da hießen die nämlich auch Kanagi. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das halt auch so eine Sache. So, wir holen uns jetzt hier einfach nichts. Wir sind so behindert und krallen uns einfach hier alles Mögliche. Hey Gott, über dir! Was ist denn über mir? Nix. Ich habe eigentlich voll Bock, das Vieh da zu klatschen, ne? Bleib wachsam. Ach komm, halt's Maul. Die ganze Zone ist eröffnet. So, bam. Digga! Oh, das ging in die Hose. Scheiße, und wir haben keinen Heiltrank, kein gar nichts. Bist noch bei uns, oder? Weiß ich nicht, ob ich noch bei euch bin. So, und... Ich konnte. So, hier. Hi mal. Dachte schon, das wär's. Vorsicht! Deinetwegen kämpfen wir doch. Oh, verdammt, das ist nicht ganz bei der Sache. Was ist denn neu? So, und... Komm schon. Ach nee, jetzt nicht auch noch die Niffen. Besser so? Danke. Was ist denn? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Okay, er hat ein neues Rezept.
Aber wo zum Geier hat er hier Nissen gesehen? Ach, fuck, Alter. Oh Gott. Ignis, kannst du noch helfen? Was soll das denn? Ich bin noch nicht rum. So, ich glaube... Gerade noch rechtzeitig. Danke. Ja, halb so schlimm, wir haben noch eine Phönixfeder. Magitech Marauder 3 haben wir auch ausgeschaltet. Der Niffen geht alle drauf, Leute. Was ist los mit euch? Niffen? Wo sind Niffen? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Ich habe keine Niffen gesehen. Hat einer von euch Niffen gesehen? Ich nicht. So, Gegner in der Nähe locken. Und Chocobo rufen. Ah, da bist du ja. Komm also her. Dann. Let's go. Also ich finde, dieses Spiel ist wirklich super gut gelungen. Also die 10 Jahre Entwicklung oder was Square Enix da reingeballert hat, die haben sich aufs Übelste gelohnt. Danke. Braver Junge. Okay. Wir müssen eigentlich, oder? So, zertrümmert, Junge. So, dann holen wir Prompto mal wieder. Los, Prompto, komm mal prompt zurück. Damage rauseiern. Oh fuck. Wir sind noch nicht tot. Pronto, Nock braucht Hilfe. Geht klar, bin unterwegs. So, und Batz, den imperialen Schützen ausgeschaltet. Das ist einfach nur so heftig hingezogen. So, wir müssen da oben also hoch. Das bedeutet, wir rufen wieder unseren Chocobo. So. Los, Kleiner. Können wir nicht aufheben, wenn wir auf dem Chocobo sind. Ist ja halb so wild. Alter, der fliegt hier mit dem Chocobo voran, ey. Das gibt's echt nicht. Eine Fundstelle. Komm. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Uns wird ein Königsgrab angezeigt. Was machen wir? Aber wir gehen erst zum Königsgrab.
Deswegen sind ja auch so viele Nippen. Weil nämlich hier das Königsgrab ist. So, okay. Ist das jetzt da oben oder wo ist das? Oder ist das unten? Ich bin mir nicht sicher. Halt jetzt die Frage, ob das jetzt oben auf dem Berg ist oder ob das unterhalb ist. Achso, nee, das ist nur Danke. So ein Schatz, der da liegt. Bravo, aber Junge. Ein Alpha-Stoßzahn. Das ist halt die Frage, brauchen wir den? Komm, setz dich doch auf den Chocobo. Bist du dumm? Also dann? Ich meine, Noctis, der reißt zwar dumme Sprüche, aber... Wirklich dumm ist er, glaube ich, nicht. Auch wenn er manchmal so tut, als wäre er hohl wie so eine Frikadelle. So. Das ist also ein Stein von Rahmen. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana. Eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Das war Gentiana in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Noct, was ist? So, war ein Chocobo? Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titans. Los, Kleiner. Das kann ja noch sehr interessant werden. Vielleicht ist er halt wirklich so anfällig dafür. Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter. Na, dann sollte Luna das mal sein lassen. Weil wer weiß, ob das so... Ob das so schlau ist? Götter sollte man auch nicht verärgern, habe ich mir sagen lassen. Aber wir gehen erstmal hier in die Stadt, Wein zu kaufen. Diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Botin im Auftrag der Götter. Wow. So, bleib doch ruhig, ist Mensch. Ist bald kleiner. So, ich hoffe, du hast das, was wir brauchen, mein Freund. Was darf's heute sein? So, wir verkaufen erstmal das, was von Wert ist. So, Wertgegenstände. Und zwar... Super. Dich und den Alpha-Stoßzahn.
damit wir uns mehr oder weniger wieder ein paar Sachen kaufen können. Der Titanreif, ne? Diese sind so Sachen, die haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Die halt wirklich erst später gekommen sind. So, deswegen so Superheiltrank nehmen wir am besten mit. 12 Stück. Ja doch. Super. Und dann nehmen wir noch einen normalen Heiltrank, damit wir dort auch mal was haben. Herzlichen Dank. Immer wieder gerne doch. Was haben wir hier? Okay. Scheiße, ausverkauft. Bloß nicht Ignis sagen. Ja, sonst rastet er aus. Tja, das wäre halt nicht so cool, ne? So, gehen wir jetzt schlafen oder? Nee, komm, das machen wir noch. Also dann. Let's go. Ich hoffe nur, wir gehen richtig, weil wenn nicht, dann bekommen wir nachts... Ist diese Gentiana denn ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi. Nur heiliger. Könnte man so sagen, ja. Nee, weil ich habe keinen Bock, wie gesagt... Feinde! Danke. Nachts auf sicher zu treffen. Das wäre so das Schlechteste, was uns passieren könnte. Deswegen sollten wir uns etwas sputen. Aber so wie es aussieht, haben wir hier einen kilometerlangen Zaun. Der aber wohl hier endet, oder? Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Ja, ist doch gut. Okay? Ja, Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? Möge er vor die Götter treten, um ihren Segen zu empfangen. Denn dies ist die Bestimmung des vom Kristall Erwählten. Schon wieder? Und? Ich bin vom Kristall auserwählt und muss die Götter finden. Dann tun wir das doch. König, er muss gen Osten ziehen, zur Vorschuhhöhle. Das Siegel ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Vorschuhhöhle. Schnell! Okay, bringen wir es hinter uns. Zoramu, wie aufregend! Bereiten wir uns entsprechend vor. Ja, das sehe ich nämlich genauso. Denn wir können nicht einfach einen Gott herausfordern, ohne irgendwie vorher gegrindet zu haben. Deswegen würde ich sagen, werden wir zwischenweilig noch ein paar Missionen machen. Ach ne, guck mal, Niffen. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Das jedenfalls nicht. Bam! Leg mal zwei Stück weggerotzt. So, und... Gibi, gib ihn. So, und... Dann... Oh, ich dachte gerade schon so... So. Das Geniale ist, man wird einmal getroffen und ist direkt... mehr oder weniger hinüber.
was ich zum Beispiel nicht so geil finde. Ja, hallo, würdet ihr mich mal heilen? Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Keinen Moment zu früh. Ist ein Schatz. So, und? Nimm's mir nicht übel. Zack. Okay, das gab wieder gut Punkte. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Na, geschafft ist halt immer so eine dumme Aussage eigentlich. Oh Gott. Wir brauchen Licht. Ja. Wir brauchen mehr als Licht, wir brauchen ein Refugium eigentlich. Denn jetzt kommt was, was ich nicht mag. Und das sind Viecher. Und ich hoffe, wir begegnen keinem. Das wäre nämlich das Worst-Case-Szenario, wenn wir jetzt noch einen davon hätten. Also war Luna tatsächlich in der Stallung. Iris hatte recht. Nachdem ihr die Flucht aus Insomnia gelungen war, muss sie sich sofort auf den Weg gemacht haben, um Titan zu erwecken. Du stehst verdammt tief in ihrer Schuld, Nord. Denkst du, das weiß ich nicht? So. Nord, ich höre Magitech-Motoren. Ja. Lass die Magitech sein. So, hier hüpfen wir jetzt rüber. Kommt, Jungs. Und dann hier runter. Das da hinten sieht aus wie ein Refugium. Ich würde sagen, da steuern wir drauf zu. Iris? Sicher wieder auf lautlos. Denn ich will nicht drauf gehen. Muss doch irgendwo eins sein. Oder war es nur die Mondreflexion? Tatsächlich war es nur eine Reflexion. Das ist schlecht. Dass Götter ihre Kräfte mit Menschen teilen würden. Ich hätte mir nie träumen lassen, ihnen je so nahe zu kommen. War ja schon aufregend, Insomnia zu verlassen, aber das? Ja, ich denke mal, das war wirklich so. Über dir. Eine Sache. Aus Insomnia rauszukommen, was ist das? Das sieht doch nach Refugium aus. Das leuchtet doch schon so gut. Bist du ein Refugium? Bitte sei ein Refugium. Nach Amuns Kraft kommt Leviathan. Ja, ich vermute, dass Luna bereits auf dem Weg zur Wassergöttin ist. Bedeutet das etwa noch einen Ritus für Luna? Oh, weia. Wollen wir hier campen? Natürlich. Natürlich wollen wir hier campen. Na, super, Zelten im Schlamm. Hör auf zu jammern und hilf mir lieber beim Aufbauen. Der ist nur am Meckern, also. Das ist halt typisch Noctis. So, was wollen wir denn mampfen? Das ist natürlich hier für unseren guten Gladiolus. Was er sich gerne wünscht. Oder Cupnudeln, ja, gut. Das gibt halt auch gut. Warte mal. 330 und... Ach, komm hier. Gib ihm. Das kann man gut verspeisen. So, und das gibt natürlich außerdem wieder ein paar Punkte, die man verteilen kann. So, also Ignis bekommt nochmal ein paar andere Dinge. Hier haben wir dann die ganzen Bilder. So,
können wir auch noch abspeichern. Das können wir auch abspeichern. Ist vollkommen okay. Und dann geht es quasi schon weiter.